Willkommen zurück, Reisende. Wir befinden uns wieder bei No Man's Sky und heute werden wir uns das lebende Schiff holen. Dafür benötigen wir eine Traumantenne und ein Lehrerei aus der Anomalie. Wir müssen beides in der Tasche haben und dann Impulsantrieb zünden. Wir befinden uns in der Hilbert-Dimension, nicht in der Euclid-Galaxie. Ich hoffe einfach mal, das funktioniert hier auch. Sonst müssen wir gleich... Oh, es funktioniert. Wir hören dich, Reisender. Wir sind miteinander verbunden. Dein Körper ist unserer. Dieses Schiff ist anders als alles, was ich bisher gesehen habe. Es sieht lebendig aus. Es überträgt reine Musik und doch verstehe ich die Worte, die in meiner Wahrnehmung von der Musik erzeugt werden. Das Lehrerei, das ich in der Weltraumanomalie erworben habe, scheint die Schwingung zu erwidern. Weiter zuhören. Die Töne, die zuvor Wörter gebildet hatten, verändern nun ihre Gestalt und wandeln ihre Musik in lesbare Navigationsdaten um. Koordinaten wurden an die Systeme meines Raumschiffs übermittelt. So, da müssen wir hin. Werden wir mal machen. So, drei Planeten gibt es hier. Da ist einer, da müssen wir auch hin. Ein gesuchter Emeril-Planet, okay. Wo sind die anderen Planeten? Hier ist noch einer. Metallener Planet. Das ist der dritte. Rasselnder Planet. Okay. Dann. Jetzt landen wir noch vorher auf der Raumstation für den Teleportpunkt. Die ganze Questreihe vom Lehrerei dauert 5 Tage. Da man immer nach einer Quest 24 Stunden warten muss, bis ausgebrütet ist oder bis sich erholt hat oder bis was auch immer. Wir werden das aber dann umgehen. Man braucht einfach nur seinen Computer oder Konsole auf Offline stellen, Tag ein, also das Datum ändern, einen Tag vorstellen und schon kann man die nächste Quest machen. Immerhin sind es keine aggressiven Wächter auf dem Planeten, sondern einfach nur viele. Und die Quest wurde auch vereinfacht. Meist war es ein Rätsel, wo man hin muss. Oh, cool. Ah, ungefährer Standort. Das geht ja jetzt schon wieder gut los. Da müssen wir ernsthaft scannen. Mal gucken, wo wir hin müssen. Ist nicht der Scheiß ernst. Super funktioniert, tut die Quest deshalb immer noch nicht. Weil man landet immer so weit weg. Wenn man denkt, ah, man fliegt näher hin, ist es einfach in die andere Richtung genauso weit.
Also kann man auch direkt laufen. Ganz schön weit. Tiere. Ah, da müssen wir hin. So eins haben wir auch noch nicht gesehen. Das heißt, wir nehmen das mit. Was ist das hier für eins? Es nennen. Oh. Boah, die kann man auch übernehmen. Sieht aus wie ein Pilzkopf. Fürchte nur, wir haben keinen Platz mehr. Oh, eins können wir noch. So. Das haben wir jetzt nicht. Die müssen wir jetzt erst holen. Ach, okay. So geht das natürlich auch. Jetzt müssen wir warten, bis die Quest sich aktualisiert hat. Bei einigen Quests davon muss man nämlich Sachen sammeln. Kriegt man dann auch neue Geräte für sein ist es denn? Multiwerkzeug, haha, so heißt das. So, und jetzt haben wir, müssen warten, unten rechts 23 Stunden, 12 Minuten. Und das hier bekommen, fragiler Nervenstamm, der dauert jetzt knapp 24 Stunden. Also werden wir einmal unser Schiff rufen. Einsteigen, aussteigen zum Speichern. Eine Vorsichtsmaßnahme. Und dann die Zeit 24 Stunden vorstellen. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Jetzt summt das leere Ei. Wir müssen auf Kontakt warten. Das heißt einfach nur ins All fliegen und Impulsantrieb zünden. Einfach wieder kurz warten.
Ja, klappt ja super. Fliegen wir halt in eine andere Richtung. Das ist nicht das, was wir suchen. Lebendes Metalloid. Okay. Kann man nicht mit interagieren. Ah, cool, man kann drauf schießen. Ja. Müssen wir wieder in Impulsantrieb. Immerhin haben wir was Neues gesehen. Da ist es. Der Metall... die... Metallmeister halten uns nicht mehr fest. Wir sind frei. Wir können schwimmen, fliegen, leben, sterben. Das leere Ei beginnt zu beben, als die trällernde Musik des Alienschiff in mein Cockpit dringt. Die Bewegung drückt eine Wiedererkennung aus. Das Lied des Schiffs, die Kreatur, erfüllt mein Raumschiff, dringt von Schaltkreis zu Schaltkreis und überflutet den Computer. Während die Musik verklingt, höre ich ein leises Echo, eine zart gesummte Reaktion, das leere Ei. Ab ins nächste System. Sechs Planeten. Was haben die so? Grasplanet. Ungesunder Planet. Sengtais. Wir müssen auf den da. Wüstenplanet. Wieder hohe Wächteraktivität. Wir müssen wahrscheinlich wieder weit zu Fuß laufen. Sturm herrscht auch. Oh, wir können hier direkt ein Wort lernen. Ja, 1000 wird immer schlimmer.
Hier müssen wir da, hier kriegen wir dann ein neues Teil fürs Multitool. Immerhin funktioniert das Jetpack bei Hitze besser. Wenn er sich mal mit der Richtung einig werden würde. Ah, super, jetzt kurz vorm Ziel hört der Sturm auf. Da ist es, wo wir hin müssen. Ah, welche Seite? Den Gegenstand, den er will, haben wir natürlich wieder nicht. So, jetzt haben wir einen Solarstrahl fürs Multitool. Der befindet sich... Weiß nur nicht mehr so genau. Ah. Tiere mussten wir schießen. Oder auch nicht. Hä? Sammelt Flüssigsonne. Indium. Ah, warte mal. Oder konnten wir das einfach von einer Ansammlung... Also von einem Vorkommen. Müssten wir nur ein Vorkommen suchen. Hier ist natürlich keins in der Nähe. Ja, also er funktioniert ja wie... Ich weiß nicht, warum er die... Minenlaser, Terrain, Solar. Hinten ist ein Vorkommen. Gucken, ob das funktioniert. Ja, durch Solarstrahl umgewandelt. So einfach einsammeln, 250 Stück. Also irgendein Vorkommen und dann statt mit dem Terrain-Manipulator dem Solarstrahl abbauen. Ja, nachher müssen wir dann noch auf Tiere schießen. Waffenladung alle.
Ah, jetzt müssen wir Tiere abknallen. Oder man hätte vorsichtshalber direkt Modit mitnehmen können. So. Das Ding sieht aus wie ein Dino. Scheinbar haben wir genug. Jetzt können wir das pulsierende Herz herstellen. Und zurückgehen. Jetzt müssen wir dann wieder 24 Stunden warten. So. Einfach mal unser Schiff rufen. Ah, wir müssen sogar 25 Stunden 14 warten. Bis gleich. So, willkommen zurück. Wir müssen jetzt wieder Impulsantrieb zünden, warten und das noch ein paar Mal machen. Auf unserem Pfad. Wir sehen es. Uns ist bewusst, wohin er führt. Es ist notwendig. Vielleicht sind wir dir dankbar. Vielleicht. Die Worte des Schiffs hallen in meinen Ohren wieder. In ihnen steckt richtiger Ausdruck. Eine nicht synthetisierbare Eigenschaft. Und doch erkenne ich keinen Piloten. Mein Tanz mit diesen merkwürdigen Lebensformen. Denn ich bin mir sicher, dass dieses Schiff lebendig ist. Geht weiter. Es hat sich an mich gebunden und dieses Ei ist die Brücke. Na, super. Falsche Gebiet. Wir hätten noch ein weiter springen müssen. Zu spät gesehen. Drei Planeten, ein Mond. So, dann werden wir jetzt ins richtige Gebiet fliegen. Wenn man die Steuerung nicht selber übernimmt. Und aus den Teilen, die wir mit den Quests bekommen, bauen wir am Ende unser, also beleben wir unser lebendes Schiff. Was wir finden, ist es einfach ein abgestürztes Schiff. So wie man es einfach finden kann. Nur es ist halt ein lebendiges. Aber jeder andere könnte das Schiff auch finden. Für ihn sieht es dann aber normal aus. Welchen Planeten will er denn? Oh. Und eigentlich ist es auch möglich, nicht direkt das erste zu nehmen, sondern ein bisschen zu schauen, ob 4 oder 5 verschiedene
Wenn einem das erste nicht gefällt, dann muss man neu laden. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Ey, ist das mal ein schicker Planet, wer hätte das gedacht? Mit was für Stürmen? Siedende Pfützen. Yay, war ja klar. Boah, es wird immer weiter. Der will einen doch verarschen. Ich will das ja mal testen. Wir sollen ja jetzt über den Berg da fliegen. Dann sagt er nämlich einfach: das geht nicht. Zu schwach zum Schätzen. Wir müssen nämlich wieder zurücklaufen. Völlig schwachsinnig. Selbst wenn das hier irgendwo wäre, können wir nicht hin. Könnte er sich jetzt mal klarkommen, wohin will. Ist sich nicht so sicher, wo er hin will. Ja, komm, leck mich ganz im Ernst. Wach zum Schätzen, ey. Oben auf dem Berg, weißt du, war viel weiter in die Richtung. Schwachsinn da. Ich werde mich hätten. Und zu Fuß kommen wir da überhaupt nicht hoch, ey. Was die sich überlegen. Ah, jetzt 1500 müssen wir um den Drecksberg rumlaufen. Wenn wir nicht hochkommen. Und fliegen dürfen wir nicht. Eine Zu-Fuß-Aufgabe. Ja. Wir müssen leider zu Fuß laufen. Ach, sie haben Flugzeugpech. Haben sich was einfallen lassen. Weil der Berg ist ja nicht näher gewesen. Nein. Ja, natürlich wieder in eine andere Richtung. Na, bei Eclipse-Galaxie ist das übrigens noch schlimmer. Da gibt es eine Stelle, selbst wenn du weißt, dass du da hin musst, weil die markiert wurde von anderen Spielern, musst du trotzdem noch da landen, wo das blöde Eis dir befiehlt und dann zu Fuß laufen. Die Quest ist leicht schwachsinnig, aber das Schiff ist dafür umso besser. Kommen wir hier nicht hoch. Ist nicht wahr.
Ah, wir haben es gefunden. Und ich empfehle echt, das nicht mit dem Zeitvorspulen zu machen. Man muss jedes Mal das Spiel beenden und es komplett neu starten. Und wie wir alle wissen, es dauert ewig, in das Spiel zu kommen. Ja, haben wir nicht. Wow. Lebendes Wasser, das würden wir jetzt aus dem All kriegen. Müssten jetzt ins All fliegen, begegnen wir einer Quelle. Die gibt uns das. Können wir aber auch lassen. Kostet nur wieder Zeit. Wir müssen jetzt sowieso wieder 24 Stunden oder noch länger warten. Wir müssen es auch direkt so machen. So, 20 Stunden. Ja, wer hätte das gedacht? Und dann müssen wir ins All, um weiter zu fliegen. Also, wir haben jetzt 3 Teile bekommen. Ein Herz, ein Auge und ein Gehirn. So, bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir fliegen jetzt wieder Impuls und warten wieder. Da ist das Schiff. Du wirst diese Bindung ausüben. Wir sehen, dass du die Komponenten zusammenstellst, wie die Metallmeister vor dir. Und doch, du teilst deinen Verstand mit den anderen Iterationen, doch vereinst du dich nicht. Vielleicht wirst du es verstehen. Jedes Mal, wenn dieses Wesen mein Schiff mit diesem wunderschönen Lied überschwemmt, versuche ich, dieses Erlebnis in meine Erinnerungen zu übertragen, um es später wieder aufzurufen. Doch wenn es in der Gegenwart verklingt, verklingt es vollständig. Mir bleiben nichts als Navigationsdaten. Oh, ein Piratensystem. Da holen wir uns die Raumstation, weil in der Hilbert-Dimension haben wir noch gar keine. Schallach, roter Planet, das ist ja cool. Hat man auch noch nicht. Ein bedeckter Planet, wo müssen wir hin? Ah, auf dem bedeckten Planeten auch noch. Wollen hier auch noch Piraten Stress machen. Oh, Solarschiffe.
Schade, dass wir von oben nicht sehen, wo wir hin müssen. Kurz da gucken. Da ist auch nur ein Felsen. Wahrscheinlich suchen wir ein Portal. Und da wäre ein Gebäude. Hier ist wieder zwei von denen. Wo wir ja immer noch nicht wissen, was die zu bedeuten haben. Hier ist sogar ein drittes. Landen wir hier mal, gucken, wo er uns hinschickt. Also 1000 in die Richtung. Trotzdem wirklich schade, dass man nicht hinfliegen kann. Die Deko von so einem Planeten haben wir ja zum Glück schon. Wahrscheinlich müssen wir da hin, oder? Echt jetzt, wir hätten da auch einfach stehen bleiben können. Wir müssen wirklich zu so einem Portal. Und nicht zu einem richtigen Stargate. Auch übelst Problem hat, über Hügel zu gehen. Ist wahrscheinlich dahin. So. Archiv von Corvax Primus. Abfrage läuft. Protokoll folgt. Biologische Gehäuse instabil. Fehlerhaft. Daten eines Konvergenzverstands können nicht durch ein Vorgangszentrum überladen werden. Mehrere Standorte erforderlich. Verteilte Biologie passend zur verteilten Verstandsstruktur. Anpassung scheint erforderlich. Und doch muss eine zentralisierte Identität jedes Gehäuse verankern. Experimentelle Syntheseeinheit betriebsbereit. Erwarte Biogenesematerial. In meinen Händen halte ich Fragmente des Lebens. Herz, Körper, Netzwerk. Aber ist dies Leben, würde es sich mit anderen Geistern vereinen können? Hier lag der Haken dieses uralten Experiments. Ah, jetzt haben wir wieder was nicht. Ich kann spüren, wie die Lebensformen, die ich bei mir trage, pulsieren, als sie die Aura der Maschine spüren. Das Ei, das Herz, die Haut, die Nerven. Sie sind sich bewusst, dass etwas geschieht, auch wenn sie nicht verstehen, was es ist, wie sich das wohl anfühlen muss. Ich erhalte einen weiteren Bauplan, noch ein Schema, dem ich folgen muss. Wieder einmal muss ich mein Multiwerkzeug einem neuen Zweck anpassen. Ein Gemüsestrahl. Super Name. Ah, jetzt weiß ich wieder. Letztes Mal war ich auf einem mit aggressiven Wächtern oder sehr aktiven Wächtern.
ewig gedauert, einen einsammeln und dann musste man ewig weit laufen. Also gut, dass wir das in der Dimension hier machen. So. Auch von diesen Viechern abknallen. Gott, dauert ja ewig. Stellen wir unser Schiff da unten hin. Dass wir ja wieder nicht wohin laufen müssen. Die sind aber auch nicht viele von denen. Ah. Jo. Keiner in der Nähe, war ja klar. Das kann ja dauern. Da ist einer. Da hinten ist einer. So, 64 haben wir. Eine Spezies und die ist auch noch super selten. Ah. Ah, da ist eine Hexerbeere. Das, da unten sind zwei. Eins, zwei, und mal gucken, dass wir noch ein paar finden. Da oben ist einer. Aber noch zwei. Da ist einer, da ist einer. Reicht. So, wo steht unser Schiff da hinten? Sollen wir einen Glassamen herstellen? Haben wir gemacht. War gut, dass wir unser Schiff da geparkt haben. Jetzt sollen wir zurückgehen. Wenn wir unser Schiff nicht da gelassen hätten, hätten wir es ja nie gefunden. Keine mehr auf dem Weg, die wir noch abknallen können, damit wir noch was von dem Zeug dabei haben. Das bekommt man ja nur von denen hier. Experimentelle Syntheseeinheit betriebsbereit. Erwarte Biogenesematerial. Die Maschine nimmt diese bizarren Samen an. Sie wirkt. Ihr Wunder bringt eine neue Lebensform in diese Existenz, eine Ansammlung, um die ich mich kümmern muss. Ey, krass, wir müssen schon wieder warten. Dann bis gleich im All. So, da sind wir wieder. Legen wieder auf Impuls und müssen kurz warten. Es ist beinahe vollständig, aber hier werden wir auseinander gehen.
Wenn du dich mit uns teilst, ist es eine Opfergabe. Es gibt keinen endlosen Verstand, der ausgeschüttet wird. Es muss erbracht werden. Das Lied dieser seltsamen Weltraumkreatur hat sich verändert, subtil aber unverkennbar ist es zum Duett geworden. Eine perfekte Harmonie mit dem leeren Ei. Weiter zuhören. Die Stimme des Aliens verhallt, sie wirkt schwächer und in einem perfekt umgekehrten Echo wird das leere Ei immer lauter. Seine Musik wird beharrlich, pochend, es verkündet seine eigene Botschaft. So, das sind jetzt die Koordinaten, wo wir hin müssen. Weil es muss die Euklid-Galaxie sein. Ah ja, klar. Also das Ende der Quest kann man nur in der Euklid-Galaxie machen. So, dann werden wir hier mal speichern. Also, wir müssen jetzt zu einem Portal. Und es geht ja nur in der Euklid-Galaxie. Und dann müssen wir Vogel, Gesicht, Vogel, Art, Wasser, Zeppelin, Halbmond, Vogel, Käfer, Art, Schiff und als letztes den Wal. So. Stellen wir uns hier ein Speichersignal hin. Speichern. So. Wo will das leere Ei hin?
Gut, hier hätten wir das Speichersignal noch nicht stellen brauchen. Ich war schon einen Schritt weiter. Gedanklich. Aber so finden wir immerhin das Portal. Jetzt dürfen wir hier wieder ewig weit zu Fuß laufen. Weil er gerade vom Portal kommen ist, ja. Klar, dass wir dann wieder Richtung Portal müssen. Weil das leere Ei ja sonst nichts Waffel hat. Wir müssten eigentlich, wenn ich mich richtig erinnere, einen Grabstein eines Reisenden suchen. Da müssen wir uns jetzt hinbegeben. Mit seinem normalen Scanner müssten wir das eigentlich auch sehen, wird aber leider keins in der Nähe angezeigt. Kann auch sein, dass wir woanders hin müssen. Bin mir leider nicht mehr sicher, aber das sehen wir ja gleich. Da ist ein Gebäude. Müssen halt zu dem Gebäude. Ja, das Gebäude ist es. Das Schiff rufen. Bist du das? Wirkt anders. Das Terminal wirft ein uraltes Signal zurück, die letzten unterbrochenen Fragmente eines gefallenen Reisenden. Das Signal ist eine Aufnahme, eine Schleife, die ein seltsames Gerät im Eingabeterminal aufgefangen hat. Seelenkammer. Kacke. Hab ich ganz vergessen. So. Jetzt müssen wir zu dem Reisenden. Grab mal. Ungefährer Standort. Yay. Das ist nämlich, wenn wir jetzt wieder online stellen würden, was wir machen könnten. Würden hier überall Basen sein und Speichersignale anderer Spieler, die einem helfen, direkt dahin zu kommen. Aber wie gesagt, wenn man da direkt landet, findet das die Quest nicht so toll. Und man muss trotzdem wieder laufen. Selbst wenn man direkt daneben steht, interessiert das Spiel nicht. Müssen wir halt hinlaufen. Wie bei jedem Teil der Quest. Sollte hier eigentlich irgendwo sein. Ist dann
Seht ihr, was ich meine? Selbst wenn du zu Fuß läufst. In gar nichts. Der hat es nicht so mit der Genauigkeit. Also lieber den Zielscanner ändern auf 1, wenn man sich in der Nähe befindet. So. Der nächste ist 8 Stunden entfernt. War ja klar. Und da dürfen wir dasselbe Spiel nochmal machen. Und dann halt noch ein drittes Mal, logischerweise. Und natürlich ist immer Sturm. Weil warum auch nicht? Ja, das war jetzt einfacher. Aber auch nur, weil wir es durch unseren Zielscanner gesehen haben. Sonst hätte er uns ja wer weiß wohin geschickt. Zwei Stunden, yay. Jetzt echt nicht mit geradeaus fliegen. Ja, viel zu weit weg. Geländebereich nicht frei. Ja krass, ich sehe auch nicht so Vogel. Was zum Henk? Oh Alter, leck mich scheiß Schiff. Hier das. Sehr viele Schwebekristalle. So, hier haben wir das letzte. Aber wo ist das scheiß Schiff jetzt schon wieder hin? Das ist Portal. Ja, kehr zum Portal zurück. Würde ich machen. Oh, das ist da oben. Da habe ich gar keinen Nerv drauf. Jetzt müssen wir zum Portal zurück. Und nehmen unser Speichersignal auch wieder mit. Das brauchen wir danach erst. War ein Planet zu früh, aber naja. So. Jetzt haben wir alles, was wir für das lebende Schiff brauchen. Können wir uns aus 4 eins aussuchen.
Also nur so das Modell, wenn wir Glück haben, ist unterschiedlich. Und die Farbe, aber egal wie oft man es macht, die Farbe würde sich nicht immer wieder ändern. Müsste man dann sich ein zweites leere Ei holen und wieder mit dem leeren Ei und der Antenne. Durchs All fliegen. Beziehungsweise, nee, ich glaube, es reicht sogar einfach nur ein leeres Ei dabei zu haben. Oder? Wie war denn das? Wenn man ein gestrandetes Schiff findet, dann kann das ein lebendes, wird es ein lebendes Schiff. Also wird einem so angezeigt. Es geht aber nur, wenn man ein leeres Ei dabei hat. Ich bin mir aber nicht sicher, ob man auch nochmal die Antenne dabei haben muss. So. Auf Konto. Ah ja. Entdeckt werden. Mal lieber erstmal. Warte. Ah. Ja, wir stellen mal hier ein Speichersignal noch zusätzlich hin. Und speichern. Kann nicht sein, dass... Ja. Gut, dass wir es gemacht haben. Jetzt können wir dann nämlich, weil wir eingestiegen sind, immer neu laden. Wir fliegen jetzt zu dem lebenden Schiff. Und wenn uns das nicht gefällt, können wir einfach den letzten Speicherstand neu laden. Aber wir dürfen nicht landen und nicht aussteigen. Wer sie irre den Gefallenen wird. Ja, wo denn? Natürlich da drüben. Müssen wir uns jetzt nur überlegen, fällt unser Schiff oder nicht? Und natürlich ist es nie ein abgestürztes Schiff auf dem Planeten, auf dem man ist. Schauen wir uns jetzt das erste lebende Schiff mal an. Vielleicht gefällt uns das. Sonst können wir ja neu laden. Und wenn wir einmal durch sind, fängt es halt wieder von vorne an mit dem Schiff. Es kann aber auch manchmal sein, dass es nicht als lebendes Schiff angezeigt wird, wenn wir jetzt drauf zufliegen, sondern aussieht wie halt ein abgestürztes Schiff. Ein normales. Dann müssen wir im Fotomodus gehen. Mal gucken. Und wenn es nicht geht, müssen wir direkt neu laden zum nächsten. Das kann halt passieren. Aber jetzt zum Beispiel war eben gar kein Schiff da. So. Mal L machen hier. Oh, grün. Und länglich. Das ist ja cool. Grün, muss ich sagen, gefällt mir jetzt aber schon. Oh nein. Nein! Welche Taste gedrückt, ey. Ist denn da? Wollte es mir auch noch bei Nacht angucken. Dann ist es vorne lila, rosa, bräulich. Oh nein, Scheiße! Sonnenwikia. Also vorne, das bleibt aber. Das ist grün. Also das wäre schon mal richtig cool. Dann laden wir jetzt neu. Gucken uns trotzdem die anderen an. Scheiße. Ja, da war's. Dann müssen wir nämlich jetzt wieder einsteigen. In unser Schiff. Dann kriegen wir wieder die Nachricht.
Und müssen da wieder hinfliegen. Diesmal sind es dann ein Stück weiter Koordinaten, aber selbe Planet. Schickt dann halt nur ziemlich über den Planeten. So, ja, den ganzen Kram nochmal. Eier ausbrüten, zack, und losfliegen. Müssen wir mal schauen, wo wir diesmal hin müssen. Gott, wo will er denn hin? Selbe Planet. Aber diesmal, wenn es, also, naja, gab ja so viele Updates jetzt und so. Wenn es noch funktioniert, müsste es jetzt ein anderes Schiff sein. Dann kann man sich wenigstens, muss man nicht das erste nehmen, das man sieht, sondern hat noch eine kleine Auswahl. Aber grün war schon cool, muss ich ja sagen. Da werden wir auch direkt wieder mit dem Fotomodus gucken. Na, wenn wenn ich es diesmal hinkriege. Hoffentlich lädt auch das Schiff. Ah, da haben wir das Problem. Es ist ein dämliches, normales Schiff. Und auch im Fotomodus sieht man nicht das lebende Schiff. Ja, cool. Das kann nämlich auch passieren. Dann haben wir keine Ahnung, wie das Schiff aussieht, bis wir es nehmen. Das ist leider sehr ärgerlich. Das passiert aber ganz schön oft. Ging jetzt mal langsam. Ja, obwohl wir außer Ladereichweite waren. Es ist immer noch ein normales Schiff. Direkt neu laden. Aber dann gucken wir jetzt noch mal. Hoffentlich lädt's diesmal. Unbedingt doch mal ein Landefeld hinbauen. Startet ja mal so haarscharf an dem Gate vorbei. Witzigerweise scheint es vielleicht gar nicht vielleicht zu funktionieren. Das Symbol ist immer an exakt derselben Stelle. Weil eigentlich müssten es so woanders auf dem Planeten sein. Das sehen wir ja gleich, wenn es wieder das Grüne ist. Scheint es nicht mehr zu funktionieren. Das Grüne wäre übrigens super gut für Dragon Dicer, glaube ich. Er hat ja einen grünen Jäger. Wenn grün ist, lebendes Schiff bestimmt auch cool. Ich will auch nicht zu schnell ran fliegen, nicht dass es daran vielleicht liegt. Ja, geil, es klappt gar nicht mehr. Es ist jetzt wieder ein anderes Schiff,
Aber wieder kein lebendes. Aber wie viel Pech kann ein einzelner Mensch eigentlich haben? Ja, so können wir uns das nicht angucken. Also es waren jetzt wirklich drei verschiedene Schiffe. Jetzt würde das vierte kommen. Und nur eins lädt als lebendes Schiff. Ganz toll. Und keine Ahnung, wie die anderen aussehen. Selbst wenn wir einmal durchsehen und das nochmal machen würden, das bringt leider auch gar nichts. Nur ein bisschen nervig, dass man sich hier jedes Mal wieder durchklicken muss, da wieder hinfliegen muss, weil es ein anderer dämlicher Planet ist. Und nicht direkt hier. Oh, da sind es mal andere Koordinaten. Hoffentlich lädt das Schiff. Ich hoffe, ihr werdet das dann nicht haben. Dass vielleicht zwei oder drei von denen bei euch laden. Falls ihr nicht direkt das erste nehmt. Aber wenn euch das erste gefällt, kann man ja nehmen, aber man kann sich trotzdem ruhig die anderen angucken noch, finde ich. Auch wenn man dann trotzdem das erste nimmt. Gucken, wenn wir flacher anfliegen und langsam. Weil noch ist ja gar kein Schiff immer da. Ja, geil, ey, es klappt gar nicht mehr. Na, das ist ja scheiße. Ja, also macht das Spiel ja schon wieder gar keinen Spaß, wenn das nicht funktioniert. Da musste das erste nehmen, weil du nicht weißt, wie die anderen aussehen. Dann musst du dir ein zweites leere Eier spielen, nur damit du ein anderes holen kannst, ey. Katastrophe. Ja, mach hin jetzt hier. Ich hab den ganzen Tag Zeit. Gucken, ob jetzt überhaupt noch irgendeins lädt. Sonst habe ich Arschkarte. Dann kriege ich nämlich ein schrottiges normales Schiff. Oder ein Schiff halt, ich weiß nicht, wie es aussieht. Und dann kriegst du ein paar hässliches. Ich wünsche euch da mehr Glück. Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr langsam zu fliegen. Klappt ja sowieso nicht. Ja, witzig. Also eigentlich müssten wir durch sein. Ach, es kann nicht wahr sein. Jetzt kriegen wir, glaube ich, nicht mal mehr das Grüne. Und wir haben keinen anderen Spielstand, den wir laden können. Ist das letzte, was wir noch zusammen machen wollten, das lebende Schiff. Will ich jetzt auch eins kriegen?
Ja, Planet hier Atmosphäre, bleh. Fliegt da jetzt hin, ey. Oh, jetzt hat er die scheiß Raumstation anvisiert, ey. Sack hier. Ah, super, die Folge ist ein bisschen sehr lange. Weil wir den ganzen Scheiß immer zu Fuß machen müssen. Und dann hier am Ende noch so einen Ärger haben. Statt dass er die Schiffe richtig lädt. Nee, geht nicht wegen deiner Quest. Da müssen die ja dann anders aussehen. Du müsstest ja anders laden. Das geht aber nicht. Ja, wir kriegen gar kein Schiff mehr. Ich könnte kotzen. Gut, ich werde das dann hier unterbrechen, bis ich vielleicht irgendwann in ein paar Stunden nach 1000 Mal Neuladen irgendein lebendes Schiff bekommen habe. Weil sonst kann die Drecksquest mich auch kreuzweise. Willkommen zurück. Nach mehreren 100 Versuchen, über 12 Stunden und ein Dutzend Systemabstürzen, also Spielabstürzen, ist das hier erst das zweite Schiff, das er mir anzeigt. Weder das grüne, was wir zusammen gesehen haben, noch irgendein anderes. Die Koordinaten der Schiffe bleiben auch nicht dieselben. Wir springen wahllos über den hin und her. Aber das hier geht ja auch, ist wenigstens einfarbig. Und da ich absolut durch bin mit dem Spiel jetzt, werden wir das nehmen, dann haben wir wenigstens noch ein lebendes Schiff zusammen bekommen. Das sieht auch cool aus, wenn es nachts so rot leuchtet. Und werden wir jetzt aussteigen? Müssen das Schiff anquatschen. Die Teile einführen. So, jetzt haben wir unser lebendes Schiff. Die dämliche Quest ist endlich beendet. Und so sieht das jetzt dann aus. Lebende Schiffe sind immer S-Klasse. Die kann man natürlich wie die normalen Schiffe upgraden. Hier unten nur mit diesen Beuteln, die lebende Fregatten als Belohnung von den Missionen mitbringen können. Davon haben wir aber leider noch keinen. Und dann müssen wir jetzt noch das Schiff beanspruchen. Wenn ihr 9 habt, geht das nicht. Könnt das nur tauschen. Aber da wir noch nicht 9 haben, können wir es beanspruchen. Dann werden wir damit jetzt mal ins All fliegen. Und uns das da noch mal anschauen. Und so rot leuchtend ist ja auch cool. Das Grüne wäre zwar schöner gewesen, oder naja, gut. Irgendeins dann mittlerweile. Weil es hat ewig gedauert, dass jetzt hier aufgetaucht ist. Aber es sieht echt gut aus. Und vor allem, weil es hier hinten schwarz mit rot ist. So,
Dann werden wir unseren Frachter rufen. Obwohl, nee. Wir gehen einfach zur Raumstation. Damit haben wir jetzt dann alles in No Man's Sky erledigt, was zu erledigen gibt. Bis auf eine Siedlung, aber das ist nun echt langweilig. Die wird einfach nur Haus für Haus größer, dauert ewig, ist einfach nur Zeitbeschäftigung, also eine Beschäftigungsmaßnahme. Dann hoffe ich, hattet ihr Spaß, konntet vielleicht sogar noch was lernen oder übernehmen für euer Spiel. Mit dem Let's Play war es das jetzt. Es kommen dann nur noch No Man's Sky Videos mit, in denen ich irgendwas baue. Mal eine vernünftige Basis oder so, auch mit Deko und so. Aber vom Let's Play her war es das, weil wir jetzt ja alles erledigt haben. Dann haut rein und bis zum nächsten Mal. Danke.